Dresden im Frühsommer. Anziehungspunkt für Touristen mit seinen zahlreichen architektonischen Meisterwerken. Das andere Gesicht der Stadt, Hightech-Standort Zukunftsschmiede und einmal im Jahr Treffpunkt der Internetszene zum Dresdner Zukunftsforum. Schon zum vierten Mal lädt DT Systems Multimedia Solutions zum Gedankenaustausch über die Webolution ins Kongresszentrum ein. Top-Experten und geladene Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gehen der Frage nach, wie das Netz die Welt verändert. Zum vierten Mal findet das Zukunftsforum statt, auch 2010 mit hochkarätigen Rednern. Der Keynote-Sprecher des Zukunftsforums ist Ray Kurzweil. Er besitzt 19 Ehrendoktorwürden und ist von 3 amerikanischen Präsidenten ausgezeichnet worden. Das Forbes-Magazin bezeichnete ihn als die ultimative Denkmaschine. Er ist zuerst einmal Erfinder, beispielsweise des ersten Flachbettscanners und des ersten Synthesizers, der Text in Sprache umwandeln konnte. Er ist aber auch ein eloquenter Autor. Sein jüngstes Buch, The Singularity is Near, kam auf die Bestsellerliste der New York Times. Kurz gesagt, Ray Kurzweil ist ein Tech-Prom. Der Titel seines Dresdner Vortrages: Das Web in uns, wenn Mensch und Maschine eins werden. Er lässt es schon erahnen, seine Thesen sind immer auch etwas provozierend. So ist er überzeugt, dass künstliche Intelligenzen dem Menschen schon in den nächsten 20 Jahren den Rang ablaufen werden. Denn das vom Homo sapiens losgetretene exponentielle Wachstum der Informationstechnologie stößt auf einen vergleichsweise stabilen biologischen Status. Eine Kritik an meiner These des exponentiellen Wachstums ist, dass es immer weitergeht. Aber wir alle wissen, dass das exponentielle Wachstum nicht bis in die Unendlichkeit weitergehen kann. Zuerst hast du 2 Kaninchen in Australien, dann 4, dann 8, dann 16. Aber irgendwann ist die Nahrung verbraucht und dann stoppt der Prozess. Wenn dem Paradigma die Rohstoffe ausgehen, dann stoppt das exponentielle Wachstum. Wird das nicht auch in der Informationstechnologie passieren? Die Antwort ist ja. Bestimmte Paradigmen enden, aber das provoziert starken Druck zur Erforschung des nächsten Paradigmas. Und tritt ein neues Paradigma auf, dann führt das zu Wellenbewegungen im exponentiellen Wachstum. In der Informationstechnologie hat sich das bereits 5-mal ereignet. Und Sie werden sagen, es muss doch auch für Computer irgendwo Grenzen geben, die durch die Physik gegeben sind. Ich analysiere das in meinem Buch The Singularity is Near. Und ja, es gibt Grenzen. Die sind aber nicht wirklich begrenzend. Wenn wir uns die Physik des Rechnens anschauen, dann zeigt sich, wir können Computer finden, die billionenmal so leistungsstark sind wie das menschliche Gehirn heute. Und das bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Das jedoch hält Kurzweil für eine positive Entwicklung. Intelligente Nanoroboter werden nicht nur in der Umwelt, sondern auch in unserem Gehirn integriert sein. Sie werden mithelfen, unsere Lebensdauer zu verlängern und uns mit einer erweiterten Intelligenz ausstatten. Es brauchte 400 Jahre, bis Gutenbergs Erfindung des Buches den Massenmarkt erreicht hat. Das Telefon hat das in 50 Jahren geschafft, das Handy in 7 Jahren. Social Networks erreichen das in 3 Jahren. Die Geschwindigkeit der Veränderung wird immer höher. Die Leistungsstärke der Technologien verdoppelt sich bei gleichem Preis etwa jedes Jahr. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt im Zusammenhang mit dem exponentiellen Wachstum. Es erschließt sich nicht intuitiv. Unsere Vorstellung von der Zukunft ist nicht exponentiell, sie ist linear. Als wir vor Tausenden von Jahren in der Savanne gelebt haben, haben wir etwas von der Seite kommen sehen. Wir haben eine lineare Vorhersage des Weges gemacht und was es bedeutet und wie wir damit umgehen wollen. Und diese Methode ist fest verdrahtet in unserem Gehirn. Die Konsequenz wird nach Meinung von Kurzweil eine Verschmelzung von Mensch und Maschine sein. Eine Verschmelzung der Spezies, die die Technologie erfunden hat, mit dem von ihm erschaffenen zweiten Evolutionsprozess. Computer verschwinden immer mehr. Man kann sie zwar immer noch sehen, aber sie sind meist versteckt. Sie werden immer kleiner. Man kann sie in unsere Brillen sehen. Dort erzeugen sie virtuelle Displays. Du kannst den Kopf bewegen und das Display bleibt relativ dazu immer stehen. Es reicht über das Sichtfeld des menschlichen Auges hinaus. Man hat das Gefühl, in einer virtuellen Umwelt zu sein.
Wenn wir in das Jahr 2020 bis 2029 kommen, dann werden die Computer in unseren Körpern und in unser Hirn hineingekommen sein. Und wenn Ihnen das noch nicht futuristisch genug ist, überall werden auch Cyborgs herumgehen. Wenn du ein Parkinson-Patient bist, dann wirst du einen Computer in deinem Gehirn haben. Und die neueste Generation wird es ermöglichen, dass du dir dann auch eine neue Software ins Gehirn herunterladen kannst. Das World Wide Web. Möglichkeiten, Herausforderung, Verantwortlichkeit. Dazu sprach Sir Tim Berners-Lee im zweiten großen Hauptvortrag. Der Physiker Berners-Lee wird als Erfinder von HTML, der Programmiersprache des Internets, gern auch als Begründer des World Wide Web tituliert. Der Brite, der als Stipendiat am CERN in Genf seine epochale Erfindung machte, erntete dafür zuerst nicht viele Lorbeeren. Eigentlich wollte er nicht viel mehr als die institutsinterne Arbeit von Forschern an dezentralen Echtzeitsystemen zu vereinfachen. Dafür ersann er Mitte der 80er Jahre die Hypertext-Programmiersprache als eine Art übergeordneten universalen Raum, in dem die Teilnehmer Daten und Dokumente unterschiedlicher Systeme über eine Verlinkung direkt austauschen und bearbeiten können. As a result of the web being universal, so that anyone can connect. Das Netz ist universal, es ist offen für jedermann. Wir haben heute 20 oder vielleicht auch 25% der Menschheit, die im Netz verbunden sind. Wenn jemand 1989 zu mir gekommen wäre und mir gesagt hätte, Tim, du hast das World Wide Web-Ding da vorgeschlagen, ist dein Ziel, dass jeder auf der Welt damit verbunden ist, dann hätte ich damals gesagt, du bist ein bisschen verrückt, ein bisschen arrogant, aber ein etwas zu großer Optimist. Aber jetzt sind es 20%. Und das wirft die Frage auf, was ist mit den anderen 80%? In weiteren Sessions des Zukunftsforums gab es ein buntes Programm unterschiedlicher Themen aus der Netzwelt, die von den Wegen der Steigerung der Innovationsfähigkeit bis zum Neuromarketing, wenn Gehirne ihre Besitzer outen, reichten. Viel kontroverser Gesprächsstoff also hier in Elbforenz und das bei wahrhaft tropischen Temperaturen. Zum Ausklang des Tagesprogramms wurde der Gedankenaustausch unter den Web-Experten in den Pugu Beach Club direkt an der Elbe verlegt. Die Kongressteilnehmer nahmen den Ortswechsel gern an und nutzten ihn zum entspannten Chill-Out.